Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Hallo Meinung. Ein öffentlich-rechtlicher Sender lässt im wahrsten Sinne des Wortes Volksverhetzung zu. Ein Skandal, der die Machenschaften, der den Haltungsjournalismus, die Gesinnung dieser Herrschaften offenbart. Bevor ich zur Textveröffentlichung komme, kann ich Ihnen bestätigen, ich habe sowohl mit dem WDR telefoniert, habe mir auch schriftlich bestätigen lassen, dass der nachfolgende Sachverhalt den Tatsachen entspricht. Was war geschehen? Ein freier Mitarbeiter der Aktuellen Stunde WDR 2, Danny Holleck, hat Verlautbarung im Netz von sich gegeben. Lasst uns mal über die Großeltern reden, von denen, die jetzt sich über die Umweltsau aufregen. Ihr wisst, gestern die Kinderchor, die Indoktrination, Kinder, die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, die Oma ist eine echte Umweltsau. Eure Oma war keine Umweltsau, schreibt Daniel Holleck, freier Mitarbeiter vom WDR 2, stimmt, sondern eine Nazisau. Das heißt also, die Oma war eine Nazisau. Hier wird eine ganze Generation in einen Kontext, in eine Aussage gezogen, die ist sowas von skandalös. Dieser junge Mann hat schon mehrere Entgleisungen dieser Art gehabt, ohne dass der WDR in nennenswerter Form reagiert hätte. Wir haben hier einen Skandal, eine Volksverhetzung in dem Tweet. Man möge sich das umgekehrt vorstellen. Jemand würde Gleiches, ich will diesen Wortlaut nicht verwenden, gegenüber einem anderen Politiker der Linken oder der Grünen Fraktion zum Ausdruck bringen. Das würde eine Anzeige nach sich ziehen und es würde Folgen haben. Wir können diese Machenschaften der Öffentlich-Rechtlichen, hier in dem Fall der Medien, nicht länger hinnehmen. Diese Laienschauspieler in Berlin, genannt Politiker, schauen dem ganzen Treiben tatenlos zu. Hier sind gesellschaftliche Werte und Sitten sind im freien Fall der Entartung. Wir können das Ganze nur aufhalten, indem wir jetzt aufstehen, selber etwas unternehmen. Dieser linksgrüne Ökosozialismus hat eine derart Verfilzung erreicht in den Öffentlich-Rechtlichen und die werden auch noch zwangsfinanziert durch unsere Gebühren. Man möge sich das vorstellen. Und aber das entblößt sich eigentlich immer mehr und hier haben wir eine Haltung, der stehen wir entgegen. Ich bitte euch, lasst uns gemeinsam aufstehen. Es ist ehrlich gesagt nicht 11:55, sondern es ist schon nach 12. Wir können gemeinsam das Ruder rumreißen. Ich sage nur Interessenvertretung Bürgerforum als gemeinnützige Gesellschaft. Wir haben die Macht und wir haben die Möglichkeit. Wir können die größte Bürgerbewegung, das werden wir sein, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat. Lasst bitte nicht alt und jung auseinander dividieren. Lasst uns normal mit Vernunft und Verstand agieren. Und wir lassen uns unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Familie nicht durch diesen Gesinnungsterror der Öffentlich-Rechtlichen zerstören. Wenn ihr bitte überlegt, gestern ein Kinderchor, Indoktrination, der Tom Burrow hat sich entschuldigt und sagte, ja, so war das alles nicht gemeint. Es ist sowas von lächerlich und skandalös. Ich bitte euch um die Mitgliedschaft als Fördermitglied bei Hallo Meinung der Interessenvertretung Bürgerforum. Wenn ihr nicht Fördermitglied werden wollt, bitte unterstützt uns mit Spenden. Wir brauchen jeden Cent. Wir machen nichts aus Eigennutz oder Selbstdarstellung. Schlicht und ergreifend geht es darum, die Werte, die Sitten und den Anstand über Generationen hinweg wiederherzustellen. Denn sie gehen für mich und für viele Hunderttausende gehen sie verloren. Und ich übertreibe damit nicht. Selbst unsere Kinder werden einer Indoktrination ausgesetzt, wie ich sie persönlich nur aus totalitären Systemen kenne. Selbst in der ehemaligen DDR hatte die Familie noch einen anderen Stellenwert, als das derzeit bei uns der Fall ist. Man möge sich vorstellen, die Oma ist eine Nazisau. Das sind Verlautbarungen, ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt und ich kann nur mit Kopf schütteln. Und wir werden verfolgen, ob dieser Mann, Danny Holleck, zur Rechenschaft gezogen wird, was ich nicht glaube, denn das passt ja Gesinnung des Senders. Ich bitte euch, ihr seht es jetzt bereits mit der GEZ-Aktion, Zwangsgebühren, die uns erhoben werden, für Menschen, die dort arbeiten, für Inhalte, die nicht gesellschaftsfähig sind.
bitte schaut auf unsere Seite www.hallo-meinung.de. Ich bitte euch, zeigt Gesicht, steht auf, es ist Schluss mit dieser Lethargie. Es kann nicht sein, wir schauen zu, es wird schon, uns geht's doch gut. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bitte euch, lasst uns mit Vernunft und Verstand agieren. Alle Macht geht vom Volke aus. Ihr müsst sie nur ausüben. Und diese Entartung, das ist keine Entgleisung, das ist wie ein Krebsgeschwür, was sich hier dieser linksgrüne Ökosozialismus erlaubt. Es kann sich alles erlaubt werden. Das bürgerliche Lager soll zerstört werden. Jeder normale Ansatz von Anstand und Sitten wird in die rechte Ecke gestellt. Bitte unterstützt uns, seid dabei, zeigt Gesicht, zeigt Charakter, Schluss mit diesem Stillstand und Schluss mit der Zurückhaltung.